Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn mit der Aloy. So, wir machen uns hier nochmal was. Wir haben in der letzten Folge haben wir zwei verdorbene Zonen hier gemacht. Zwei von drei, die noch offen waren. Jetzt holen wir uns hier die letzte und die könnte dadurch, dass es sich um Pirscher handelt, wie wir letzte Folge noch gesehen haben, könnte das die nervenaufreibendste überhaupt sein. So. Okay, dann würde ich mal sagen, legen wir mal los. Ich weiß bloß nicht, wie viele das sind. Ja. So. Aber was machst denn du hier? So. Wir haben hier drüben gerade so ein Langschleichen sehen. Was ist das denn? Eine Sumsum. So. Deswegen würden wir das ganz behutsam hier angehen. Wichtig wie immer bei den Pirschern. Genau. Wo ist er hin? Hey! Wo denn? Wo ist... Ach, hier hinten! Hä? Bauteil entfernt, jawohl. Dann nehmen wir die. Wo ist jetzt der Pirscher hin, der hier rumrennt? Wo ist der da drüben hin? Schön leise jetzt. Ja. Naja. Den hatten wir doch schon ausgeräumt, oder? Hier von unsichtbar und nicht unsichtbar. Da hatten wir doch schon abgeschossen hier. Da drüben ist noch einer, der noch unsichtbar ist. Da drüben funkt's doch. Komm doch mal raus hier aus dem Wasser. Mich verarschen? Wo seid ihr hin? Kümmert euch einfach um eure Sachen. Warte mal, was haben wir hier überhaupt abgeschossen? Echohülse. Aber wo sind die jetzt alle? Ja, hier liegen jede Menge Bauteile, die wir abgeschossen haben, oder? Das brauche ich. Echohülse. Metallscherben. Metallgefäß. Metallgefäß. Jetzt ist die Frage, wo die sich verstecken, die Viecher. Sind die jetzt abgehauen? Was liegt hier ferner? Das ist ein Wächter. Und hinten ist einer. Der ist aber noch unsichtbar.
Nein, 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 nicht ins Wasser, komm. Wenn die schwimmen, die Dinger? Den hatten wir auf jeden Fall gerade ziemlich hier angelutscht. Der rennt dort oben lang. Der ist aber nicht alleine, oder? Sie haben Wasser, das ist manchmal nicht unbedingt vorteilhaft. Ist ein bisschen Wasserscheu, oder? Kann das sein? Wenn ich jetzt versuche von mir aus zu schießen, dann hauen die da hinten ab. Diese schnellen Viecher zu kriegen. Das ist furchtbar. Jetzt habe ich einmal. Der andere, der ist hier drüben. Da war da drauf. Sind das nur die zwei oder sind da noch mehr? Doch mal hier rauf. Ja, zu weit weg, dass man hier erfolgreich treffen kann. Ich will ihn nicht im Nahkampf holen. Na komm. Alle verdorbenen Zonen. Jawohl, ja. Wunderbar, würde ich mal sagen. Super. Hätten wir das auch geschafft. Ja. Das war nicht mehr, ob es dazu irgendwie eine Quest gab zur ersten verdorbenen Zone, ja. Ja. Okay, gut. Hätten wir. Ich dachte, das war mehr, dass da drüben auch noch einer war auf der anderen Seite. So, okay. Gut, hätten wir das. Wieder was geschafft. Jo, gut. Ja, also gucken wir jetzt, ob wir noch ein Lagerfeuer hier irgendwo haben. Wo wir das Ganze festhalten können. Dann würde ich sagen, widmen wir uns den... Was ist das hier? Das ist ein Sägezahn, weiß ich nicht. So, okay, hier unten in der Ecke. So, wo ist das nächste? Corpus Delicti. Warte mal, die Hauptquest, wo ging die Hauptquest weiter? Die ging hier unten weiter. So, da würde ich jetzt mal sagen, wir sind jetzt hier unten, wir sind in der Ecke.
Hier gab es kein Sammelobjekt. So, hier gab es auf jeden Fall eine Metallblume. Gut, die holen wir uns. So, jetzt geht's los. Ja, alle verdorbenen Zonen geschafft. Super. Super. Freut mein Herz. Ja. Wir sind doch jetzt nicht etwa dadurch in die Stufe gestiegen. Oder? Können wir mal reingucken? Nö, ich glaube nicht. Nee. Ein bisschen was fehlt uns noch. 92? Naja, gut, okay. Ja, ist ja klar. Je höher wir steigen, desto höher steigt ja auch der. Steigen ja auch die nötigen Punkte dafür. Jo. Ich meine, man könnte ja rein theoretisch nochmal ins Nordgebiet gehen und dort ein paar größere Maschinen, die geben doch ganz gut an Erfahrung. Da könnten wir ja auch Level 60 werden am Ende und so weiter. Sollte auch nicht unbedingt die Schwierigkeit sein. So. Ist aber alles eine Lustfrage. Also wenn wir hier am Ende noch Level 60 werden müssen, um hier weiterzukommen. Und hier am Ende. So. Sind jetzt etwa wieder alle da? Buddhistenschlage. Was für ein einfach durchkommen. So. Da unten. Ja. Das ist wieder. Diese Anzeige, die ist wirklich zum Kotzen, ehrlich. Wo ist denn das Ding jetzt? Jetzt rennt er noch drüben rum. Boko. Nee. Wollt ihr mich verarschen? Das soll doch so eine Blume sein. Wo ist denn das Ding? Also laut Anzeige hier. Aber wollt ihr mich verarschen? Was ist denn das Ding? Also so auf die Art und Weise die Sammlerobjekte zu holen, das ist wirklich der allerletzte Scheißdreck. Oder hier ist doch die Brutstätte in der Nähe. Oder war die in der Brutstätte drin? Er würde ja. Okay. Ich hoffe, man sieht mich nicht sehen hier. Also irgendwie ist gerade. Da drüben. Die Anzeige ist hier. Also wenn ihr schon Questmarker macht, dann macht die auch richtig. Oh, okay. Jo, Metallblume, haben wir wieder eine. Genau. So. Nächste. So, hier unten. Wir könnten uns das noch das Lagerfeuer hier. Mal kennen wir die Ecke hier eigentlich schon? Da waren wir auch noch nicht unbedingt. Da würden wir erstmal versuchen, zu dem Lagerfeuer da zu kommen. Jo, dann müssen wir hier an diesem Brüllrücken vorbei. Habe jetzt aber keine besondere Lust darauf, die zu machen. Ja, klar, der sieht uns gleich. Komm. Machen wir die. Ist doch was. Das sind Eisbrüllrücken. Schön leise. Das Ding müsste doch weiter platzen dort hinten.
Wie viele sind denn das? Keine Ahnung. Wo wollen wir eigentlich hin? Wir wollen zu dem Lagerfeuer da hinten. Ja. Jetzt wird's mal wieder. Hier ist mehr Nacht als Tag, habe ich festgestellt. Sieht putzig aus, wie Ada hier drüber hüpft. Komm doch mal raus hier, Mann. Komm raus, Mann. Ja. Ja, lass mir in Ruhe. Ich hab keine Zeit für euch. Ich muss Bienchen finden. Ja. Jagt überhaupt nicht. Wenn ja einer jagt. Wenn ja einer irgendwas jagt. Dann sind wir da, dann jagen wir natürlich. Das ist ja ganz logisch. So. Haben wir das Lagerfeuer jetzt erstmal mitgenommen? Okay. Jetzt muss das wieder so hässlich dunkel werden hier. So. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Hä? So, Lagerfeuer hätten wir. Wir wollen hier das Panorama wollen wir haben. So, gehen wir hin. So. Durch mal ein bisschen Zeug hier einsammeln. Verdammt, in meinen Stiefeln steht das Wasser. Entschuldige, dann schüttelt sie aus. Nein. Also überall diese Pirscherseuche, ehrlich. Versuchen wir uns mal durchzuschleichen. Ich weiß nicht, wo die alle hocken. Wir wollen da hoch. Oder? Na klar. Wir finden natürlich die engste Felsspalte, die wir finden, die es hier auf dem ganzen Planeten gibt. Ja, jetzt haben wir auf hier. Nee, oder? Hä? Was ist denn hier? Keine Ahnung, ist mir egal. Hä? Was ist das denn? Sonst alles gut? Das hier muss Sonnenfeld sein. Es wird von Maschinen angegriffen. Das gefällt mir gar nicht. Willst du, Wärter Geneva, sagen, dass wir gekniffen haben? Lass mir es drauf ankommen. Was ist das denn? Das ist ein Behemoth. Jeden Scheiß einmischen. Thank you.
Bleib stehen! Maschinenkill, jawohl! Ja. Lassen wir mal hier stehen für den zweiten. Alle Transportmaschinen, was? Bei den anderen haben wir uns so harter angestellt hier, bei den der verdorbenen Zone. Das war ja gerade wirklich sowas von lächerlich. So, so viel zu den Sammelobjekten. Du hast uns aus der Patsche geholfen, Fremde. Willkommen in Sonnenfels. Sprich am besten mit Wärter Geneva. Ganz ruhig. Der wollte doch schon wieder irgendwas von mir. Für den geht die Sonne unter. Musst du den Scheiß ja mal mitnehmen? Also damit hätte ich jetzt am allerwenigsten gerechnet. Wir wollten noch bloß das Panorama hier oben haben. Scheiße. Haben wir uns ja wieder auf was eingelassen hier. Jetzt ist hier Behemoth. Ja, komm. Absolut kein Platz dafür. Ja, wer bist du denn? Ja, du hast ja keinen Namen. So. Wem sollen wir hier reden? Was haben wir uns hier uns wieder aufgeheizt? Sonnenfels. Warte mal hier, komm. Da oben sollen wir hin. Ja, gib doch endlich mal her hier. Weil die. Warum haben wir es? Ne, immer noch nicht. Wir brauchen noch. Warte. Wir brauchen noch ein paar Maschinen, dann sind wir hier. Dann haben wir wieder eins. Hä, wo geht's denn? Hä? Hier lang. Oder? Ein Maschinenköder. Wir wissen nicht, wo er herkommt. Rasgrund trug ihn an seinem Körper. Jede Wette. Er wurde durchsucht. Wie? Das will ich gar nicht wissen. Was ist denn hier los? Wer seid ihr denn? Gibt's hier Lagerfeuer? Die heiße Mittagssonne wirft keine Schatten. So, Kollege. Wärter Geneva, sie hier hat die Behemoths vernichtet. Fremde. Ich bin beeindruckt. Und das kommt selten vor. Sag mir, wie kommst du zurecht mit lebender Beute? Hatte noch keine Klagen. Warum? Drei gefährliche Häftlinge sind geflohen. Und meine Männer hier können auf keinen Fall weg. Ja, das wäre alles nicht passiert, wenn wir es wie früher machen würden. Aber das habe ich schon so oft gesagt. Und jetzt stehe ich hier. Und du stehst auch hier. Ja, okay. Na, gut. Wie war es denn früher? Man grub Verbrecher bis zum Hals ein und ließ die Sonne richten. Scheint, als sei das Urteil bereits gesprochen. Niemand ist jemals rückfällig geworden. Wer sind die entflohenen Häftlinge? Drei aus den Isolationskäfigen. Mitleid überflüssig, der Sonnenkönig war sehr gnädig zu ihnen. Zuerst Rasgrund. Osaram Fallenbauer, Hastikaja, verrückt wie Schnee in der Sonne. Hatte eine Sprengung zu viel. Oder eine zu wenig. Und dann Ulja. Tenarkt-Kriegerin, falls dir das irgendetwas sagt. Leider nicht. Ist das ein Stamm? Räuber. Aus dem Süden. Blutrünstig. Es heißt, sie wären Kannibalen, aber sie hat nicht schlecht Grütze gefressen. Und schließlich noch Gawan. Ein Verräter, der den Exilanten Waffen brachte. Im Vergleich zu den anderen klingt das eher harmlos. Er war Mitverursacher des Bürgerkriegs, aus reiner Scherbengier. Eine Maschine ist harmloser. Ja. Kennst du einen Jäger namens Neil? Er erwähnte diesen Ort. Wo? Neil. So nennt er sich jetzt also? Ja. Geht's ihm gut? Gut würde ich es nicht nennen. Er ist unter einem Schatten geboren, aber er tötete noch nie ohne einen Grund. Wie die Schlechter im Sonnenring. Er hat Ehrgefühl. Alte Schule. Seine Zeit hier brachte es ans Licht.
Ärgergefühl, er hat Aloy hier angegriffen. Also sperren die Kaja hier Verbrecher ein? Seit der Befreiung. Hier sitzen alle, von Dieben bis zu Falken des verrückten Königs Jiran. Der Sonnenkönig glaubt an die Kraft des Wandels. Und manche wandelten sich auch, häuteten sich, wie Echsen. Ich dachte mal, alle Verbrecher wären gleich. Deshalb lässt mich der Sonnenkönig Sonnenfels leiten. Als Bildungsmaßnahme. Was? Klingt nach einer Ehre. Ich meine, ich kenne sonst keine Frauen-Kaja-Rüstung. Nein. Ich bin keine deiner Schwestern. Frauen tragen keine Kaja-Rüstung. Als Kind beschloss ich, ein Soldat zu werden. Und zwar gut genug für Awards Ehrengarde. Es gab Gerede, was ich wäre. Dann sagte ich immer, guck nach, und ich brech dir den Arm. Nach einigen gebrochenen Armen gab es weniger Gerede. Ich bin neugierig, aber ich möchte lieber nicht mit dir kämpfen. Okay. Selbst wenn. Stört dich das? Du willst also die Häftlinge zurück? Nein. Ich will sie unter der Erde. Sie werden dir keine Wahl lassen. Der Sonnenkönig zeigte seine Großzügigkeit. Und jetzt sehen sie meine. Ein Kopfgeld für sie alle. Ulya, die Tenakt, Rasgrund von den Osaram und den Verräter Gawan. Wenn ich das für dich tue, brauche ich eine Spur. Oh. Na, als Ulya ins Sonnenreich kam, war sie bei den Dschungelbanditen. Dort wird sie wieder sein. Rasgrund fanden wir in einer Kluft am Dämmerberg, wo er an seinen Bomben bastelte. Und Gawan wird alles dran setzen, über den See zu kommen. Da wette ich drauf. Suche in Lichtenmarkt. Na gut, okay, machen wir mit. So. Das würden wir direkt gleich in Angriff nehmen. Altes Waffenlager, Stufe 20, das sollte ja wohl Witz sein. So, auf der Karte anzeigen, mach mal. So. Ui. Sind die da alleine oder sind da noch andere Truppen mit dabei? Selbst wenn, holen wir uns. Das ist doch kein Problem hier für Aloy. Das ist ja lächerlich. So. Da gehen wir als erstes dort dann hin. So. Wo war das jetzt? Hier unten. So. Da würden wir jetzt der Lagerfeuer irgendwo. Wir gehen erstmal zu dem Lagerfeuer hier unten. Würden dort jetzt abspeichern. So, von dort aus gehen wir dann. Ja, wieder eine Folge weiter. Müssen wir dann hier erstmal das Panorama holen. Jo. Gut. Meridian. Es sei denn, die haben hier noch ein Lagerfeuer irgendwo. Ach nee, das hatte ich ja schon ausgeräumt. Das hier auch? Ja, okay. Nee. Dass ihr hier kein Lagerfeuer habt, das kotzt mir gerade an. Oder hier hinten irgendwo? Nee, wie gesagt. Naja, dass hier solche Nebenquests noch dazwischen kommen, das ist. Das sei halt so. So, nee, das scheiß drauf, komm. Ja, also Plan für nächste Folge, das Panorama da. Und das Panorama, genau. Und eben hier die Typen da finden. Und auf dem Weg dorthin halt alles mitnehmen, was wir finden können. Ja, Panorama, irgend sowas halt. Da war noch ein Wächter dabei. Ja, gerne mit. Eine Metallscherbe hat er für uns. So, Lagerfeuer entdeckt. Jawohl. Nehmen wir. So. Und eine hiervon. Ja. Yep. So. Okay. Dann würde ich das mal speichern. Direkt hier unten. Genau. So. Wie lange sind wir? Gut, da kommen wir eigentlich ganz gut hin heute hier. So. Element, Schatz. Jo. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Ja, wenn ja, gebt mir ein Abo und lasst einen Daumen nach oben da oder umgedreht oder wie auch immer. Und aktiviert die Glocke. So, damit. Dankeschön. Und ciao.